Ja, guten Abend, liebe Vollmondfreundinnen und Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, liebes Publikum, um auch das Neutrale zu betonen und zu sagen, ich muss bei mir den Ton wahrscheinlich ausschalten. Ups, schon ist es passiert, damit es keine Rückkopplungen gibt, kein Feedback. Nein, das heißt nicht Feedback. Aber ich darf auch den Viktor nicht ansprechen. Er ist hinter der Kamera, er bleibt hinter der Kamera und er möchte von mir nicht immer angesprochen werden. Und angucken soll ich in die Kamera oder auch woanders hin. Der Diego ist auch da, den sieht man aber im Bild nicht mehr, weil er sich neben das Bild gelegt hat. Ja. Und da, ja mein Schatz, du bist auch da. Heute sind wir beide eigentlich vor der Kamera allein. Das habe ich mir ein bisschen so erbeten, weil ich jetzt, es kommt die Zählung, sind wir in der 13. Folge oder im neuen Jahr Vollmond Talk, die neue Staffel, dann wäre das jetzt in die zweite Staffel, erste Folge, weil ein Jahr hat ja auch nur 12 Monate und dann fängt ein neues Jahr an und bei uns fängt der neue Vollmond-Talk an, auch mit neuen Räumlichkeiten, nicht mehr im Chancencafé, wovon wir uns alle sehr traurig verabschieden mussten, aber wir haben es uns nicht nur traurig und schwer gemacht. Es gab auch eine Musiksession und eine schöne Veranstaltung zur Verabschiedung. Jedes Ende kann auch ein Anfang sein und eine neue Chance. Der Mond kommt ja auch immer wieder in voller Fülle zur Geltung und insofern wird die Hoffnung nicht aufgegeben. Die Kulturarbeit von Machbarschaft Borsig 11 geht auf jeden Fall weiter. Und die Kulturphilosophie von Uri Bülbül, jetzt, weil ich es vortrage, aber ich lege keinerlei Wert auf Kabelsalat, nein, ich lege keinerlei Wert auf Originalität, Ursprünglichkeit, Individualität. Das ist ohnehin durchaus gegeben, das ist klar. Aber ich habe ja auch ein anderes Anliegen, so was ich so ausdrücken möchte, mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Ein Paradigmenwechsel im Kulturverständnis, in der Kulturpraxis, in der Kulturauffassung, Paradigmenwechsel, also einen großen Wechsel sozusagen, was man gar nicht individuell so richtig beeinflussen kann. Es hat auch ein bisschen, kann man das auch aus der Sprachphilosophie, kennt man das auch, nicht? Es gibt die Sprache und jedes Individuum realisiert mit seiner Ausdrucksweise, mit seinen Sätzen, mit eigenen Ausdrücken und eigenen Stil diese Sprache konkret und individuell. Jede sprachliche Äußerung wird individuell. Und dennoch bleibt das Übergeordnete, zum Beispiel die deutsche Sprache. Sie verändert sich auch. Nicht, dass sie sich nicht verändert. Nur, dass ein Individuum sagen könnte, so wie Uri zum Beispiel, führen wir mal einen Paradigmenwechsel ein in der Sprache und verändern das bewusst, verändern das gezielt. Das hat bisher nicht funktioniert und ich kann nur sagen, das wird schon seinen Sinn haben, warum das nicht funktioniert. Dass ein Einzelner hingeht und sagt, wir verändern etwas Allgemeines, wozu wir uns eigentlich sonst auch ganz geschickt verhalten können, weil wozu muss ich versuchen, das Allgemeine für alle zu ändern? Wenn ich mich anders ausdrücken möchte, verlangt keiner von mir, dass ich das unterlasse. Mal abgesehen von ein paar Phänomenen der Sprach, wie soll man sagen, Autorität, Sprachregelung,
Sprachregelung, Sprachnormung. Ich bin eigentlich, ich schweife wieder ab, ich bin eigentlich dafür, nicht über Sprachregelungen die Realität regeln zu wollen. Besser ist es, wir packen an, ändern, was wirklich geändert werden muss. Und die Sprache passt sich dem dann schon lebendig an. Geschmeidig legt sich die Sprache um die Realität. Vielleicht ist das so. Auch da sollten wir weg von einer Dogmatik und ein bisschen loslassen. So, ich wollte mit dem Diego heute alleine sein, hier. Ich wollte die eigenen Gedanken beim 13. Mal, jetzt komme ich wieder dahin, darauf zurück, sammeln, konzentrieren und die Intention dieses Vollmond-Talks kann man ruhig im Singular lassen. Es gibt viele, viele Gespräche, ganz klar, gab es ja auch schon. Aber die Intention dieses Formats, also des Talks, dieses Vollmond-Talks, ist eigentlich eine. Nicht immer leicht zu erkennen, vor allem dann nicht leicht zu erkennen, wenn der, der diese Intention zum Ausdruck bringen soll, ja, mal nach links, mal nach rechts, mal nach oben, mal nach unten schweift, in Exkursionen sich verliert und den Faden fast nicht mehr zurückfindet. Fast, oft habe ich es geschafft, war ich selber überrascht. Aber ja, es hat manchmal wirklich zu meiner Überraschung beim Nachgucken des Livestreams, als ich dann zu Hause das nochmal angucken konnte, ich wollte eigentlich nur mal kurz reingucken, so einen Eindruck sammeln, wie das so kommt, und dann Eindruck gewinnen und dann sollte es gut sein. Ich habe das Ganze angeguckt, als würde da ein Fremder agieren. Das bin nicht ich gewesen, sondern ein Fremder, ein mir Fremder. Und da habe ich mich gefragt, hey, der Typ, der verliert doch gleich den Faden, der wird ihn nie wieder finden. Und das fand ich so spannend, dass ich tatsächlich meinen eigenen Talk, das war auch so ein Monolog-Ding, von Anfang bis zum Ende durchgeguckt habe und habe dann aber doch selbstkritisch festgestellt, 2, 3 Fäden waren verloren gegangen, viele andere aber nicht. Das finde ich so für mich schon mal gar nicht so schlecht. Das hat mich ermutigt, auf jeden Fall weiterzumachen. Und ich finde es großartig und habe allen zu danken, die das auch ermöglichen. Denn ich bin vielleicht jetzt allein vor der Kamera, weil mein Begleiter und Freund, ein Lebensbegleiter, Seelenfreund, ja, sich schon ein bisschen schlafen gelegt hat, aber ich merke schon, er schläft gar nicht, er kriegt meine Anspannung des Redens hier mit, hat die Ohren gespitzt, aber er hat sich jetzt noch nicht dazu durchgerungen, sich ins Bild zu legen, da er ja schon wohl gespeist hat und getrunken. Kann es durchaus sein, dass ich ihn gar nicht mehr so richtig ins Bild locken kann? Oh, und rufen und ihn jetzt aus seiner Ruhe rausreißen, finde ich nicht gut. Das widerstrebt mir. Das hat auch was mit der Intention zu tun. Will ich anderen immer in einer Kultur der Vorschriften, einer Kultur der Reglementierungen, des Zwangs. Ich muss jetzt das und das machen. Ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss da und dahin. Und sagt, mein Gott, wer zwingt euch eigentlich immer? Bewusst geworden ist mir das, erst sehr spät, obwohl ich immer schon einen inneren
Widerstand dagegen hatte, schon in der Schule, du musst jetzt mal zuhören. Und wenn du was sagen willst, musst du dich melden. Wenn du das machen musst und so weiter. Ja, und dann kam ich dann so langsam, aber sicher doch auf den Trichter, die Schule ist der Vorhof des Militarismus. Der Militarismus, der Vorhof des Faschismus. Dann machen wir ein Transitivgesetz daraus. Ich habe ja in der Schule auch nicht immer geschlafen. Die Schule ist der Vorhof des Faschismus. Hola, die Waldfee. Sowas haut der raus. Schaltet die Kamera aus, tut den Mann weg, tragt ihn raus. Was erzählt er für krude Dinge? Die Schulpflicht wird in dieser Kultur gefeiert als eine Errungenschaft zur Bildung, Vermittlung von Bildung und Chancen auch für die Arbeiterklasse. Arbeiterklasse sagt man schon nicht mehr, das ist schon so richtig veraltet, das ist schon so veraltet, dass mir das selber schon auffällt. Ich sage, Alter, so was sagt man nicht mehr. Die Arbeitnehmerschicht, könnte man sagen, oder sowas in der Art. Ja? Im Grunde ist schon klar, was gemeint ist. Und dann kommen wir wieder dahin zurück, die Intention. Was ist die Intention dieses Vollmond-Talks? Ein Paradigmenwechsel in der Kultur, die ich nicht erzwingen kann, die ich nicht auslösen kann, die ich nicht bewirken kann vielleicht, ein Stück weit vorzuexerzieren als ein Individuum. Nicht immer allein, auch mit Gästen. Auch mit Gästen, die mir widersprechen und sagen, erzähl nicht immer so einen Unfug. Oder da widersprichst du dir aber und da stimmt was nicht und dort stimmt was nicht. Ja, das gehört zu einem Erkenntnisprozess auf jeden Fall immer dazu. Aber was für ein Erkenntnisprozess wollen wir? Will ich leben? Und wo habe ich mir das ausgeliehen? Ich sagte ja schon, das ist nicht originär und nicht originell von mir. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Ich will aber auch nicht auf eine Tradition zurückgreifen, so aus der Not heraus. Ich bin ein kleiner Uri, aber hinter mir steht die mächtige Tradition. Von? Ja, von wem? Los, spuck aus, nenn ein paar Namen. Und dann werden sich immer Literaturwissenschaftler, Philosophen, Philosophinnen, Literaturwissenschaftlerinnen, ihr merkt schon, ich passe mich der Sprachreglementierung hier und da auch an. Nein, nicht der Reglementierung. Dem Sinn hinter einer Regel, den ich erkenne, nicht die Regel. Regel drückt sich einem ja manchmal auch auf, als Vorschrift. Aber die Regel mit dem Sinn und dem Leben, das drückt sich einem manchmal gar nicht so richtig auf, sondern kommt, nimmt einen mit in den Fluss, in den Strom und dann versteht man plötzlich, ich weiß, auch da habe ich schon wieder die Reglementierung gebrochen. Eigentlich müsste man zwischen Regel und Vorschrift unterscheiden. Macht man nicht immer, man benutzt das auch oft synonym. Aber wenn es etwas gibt, was einen lebendig im Fluss mitnimmt und entwickelt, und man sagt, und das folgt einer gewissen Regel, einer inneren Struktur, einer inneren Lebendigkeit, einem inneren Wachstum und ist nicht völlig chaotisch, nicht? Also wenn etwas völlig chaotisch wächst, dann macht man sich schon Sorgen im Organismus und nicht zu Unrecht, dann sagt man, das ist doch bösartig. Ja, Krebsgeschwüre zum Beispiel wachsen bösartig,
sprengen Ordnung und Organismen. Funktionierende Organismen sind dysfunktional und destruktiv. Ja. Also nicht wildes Wachstum nach allen Seiten, wie auch immer. Hauptsache gewachsen und zerstört. Ich möchte jetzt gar nicht assoziativ auf bestimmte Wirtschaftsphilosophien kommen. Wir schwören auf Wachstum. Wir setzen auf Wachstum. Wachstum bleibt aus. Sagt, manchmal könnte es auch sinnvoll sein, wenn Wachstum ausbleibt. Nicht? Könnte was Lebendiges sein. Vielleicht dem Leben sogar förderlich sein, wenn bestimmte Dinge nicht mehr wachsen. Dies und diese Dinge zu erkennen, zu reflektieren, zu verstehen, im Sinne von die innere Regel verstehen. Regel verstehen ist auch ein Ausdruck und eine Problematik von Ludwig Wittgenstein, den ich immer wieder gerne zitiere oder paraphrasiere, mich an ihn anlehne. Warum, das habe ich auch schon mal erzählt und so. Ich will da jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber das Regelerkennen ist auch so etwas, wenn man es sogar noch früher in einer älteren Ausdrucksweise sagen wollte, so etwas wie lebendige Zusammenhänge erkennen. Lebendige, lebensfördernde Zusammenhänge. Und da komme ich an den Punkt, an dem ich denke, wir brauchen eine Kultur, die Leben, Lebendigkeit fördert. Ich habe mich damit lange beschäftigt. Ich konnte die Dinge gar nicht so, wie ich sie jetzt ausdrücke, immer schon ausdrücken. Ich habe mich nicht immer mit dem Gleichen beschäftigt, sozusagen. Es ist ein Prozess. Die Dinge verändern sich und wachsen. Aber ich stelle auch fest, sie wachsen in einer gewissen Strömung. Ja, schauen wir uns ein bisschen nochmal zurück. Das ist immer so, dass Strömungen auch nach Worten suchen müssen, ringen müssen und auf Begrifflichkeiten zurückgreifen, die ein Geröll mit sich bringen, Altlasten mit sich bringen, einen Ballast mit sich bringen, was eigentlich dem Erstrebten, Erwünschten, Ersehnten gar nicht gerecht wird. Ja, dieses Problem ist auch nicht neu und da möchte ich ein bisschen mal anknüpfen, um noch einmal bei diesem Alleinsein mit dem Diego zu reden und zu erläutern, worauf ich so hinaus möchte. Das eigentliche Motto aller Vollmond-Talks habe ich schon lange formuliert, aller Vollmond-Talks. Der erste Talk stand unter dem Motto von der Aktualität des Vollmonds in 30 Tagen. Oha. Ja, der Vollmond ist auch da, der ist immer voll, der Mond ist immer voll, auch wenn man ihn nicht sieht, wenn man ihn nicht voll sieht. Also kann man, wenn man die Idee im Kopf hat, vom Sichelmond auf einen Vollmond zu schließen, dann kann man das. Dann kann man das aktualisieren, sich vergegenwärtigen, geistig hereinholen sozusagen. Ich vergegenwärtige mir die Form des Mondes als rund, auch wenn ich nur eine Sichel sehe oder die Hälfte von einer Kugel, von einem Kreis sehe. Kann man vergegenwärtigen. Also war das Motto, damit habe ich angefangen, von der Aktualität des Vollmonds in 30 Tagen, die Brücke geschlagen zu der Idee. Und die Idee ist eben etwas,
was die Phänomene, die Erscheinungen vervollständigt. Dann kann man sich auch sagen, okay, wenn wir uns die Idee vergegenwärtigen, dann können wir auch verstehen, wo vielleicht so eine halbentwickelte Ausdrucksweise, Philosophie, Gedankengang steht und wo dieses Ding, dieses Phänomen des Denkens vielleicht hin möchte. Diese Idee hervorscheinen zu lassen, zu kommunizieren, das wär's. Das wäre die Intention, nicht nur des ersten Vollmond-Talks, sondern überhaupt des Vollmond-Talks. Jetzt habe ich das so ausgesprochen, in Worte gefasst, in Sprache gefasst und habe mir vielleicht schon widersprochen, weil ich als Motto aller Vollmond-Talks, das Runde sozusagen, mal ausgegeben hatte. Ich habe das immer wieder hin und her formuliert und so. Und dann dachte ich, jetzt muss man es doch mal ein bisschen fixieren. So, ich muss das jetzt ein bisschen fixieren. Dann habe ich das fixiert in der Form, die Sprache von der Schrift befreien. Das ist als Literat etwas verwunderlich, weil Literaten, wie das schon von der Etymologie her, von der Wortherkunft her heißt, ja eher auf das geschriebene Wort, auf die Buchstaben, auf die Texte ausgerichtet handeln, also schreiben. Und nun kommt einer und sagt, ich bin Literat, möchte aber die Sprache von der Schrift befreien. Warum? Von der Vorschrift auch befreien zugunsten des Lebens, der Lebendigkeit, der Spontanität. Auch mal auf die Gefahr hin, sich falsch auszudrücken, falsche Worte zu benutzen, die dann aber ausgesprochen sind und im Raum stehen, von jemandem gehört, aufgefangen werden und vielleicht sogar dieser jemand es einem zurückwirft und versucht, einen festzunageln. Aber du hast doch gesagt! Ja, schlimmstenfalls könnte man sagen, hey, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an? Aber so ist das nicht ganz. Wenn man die Regel der Vollmond-Talks ein bisschen schon so erspürt und erkennt, ist das, was gestern gesagt wurde, vielleicht überholt und nicht mehr richtig und nicht richtig zutreffend und verhält nicht das Richtige fest. Aber das Richtige ist das Leben und es ist nicht richtig festzuhalten, komplett festzuhalten, obwohl alle Begriffe des Bewusstseins genau auf das Festhalten hinauslaufen. Tatsachen werden festgestellt. Aus dem Fluss von irgendetwas Diffusem rausgegriffen. Rausgegriffen? Ja, hört sich jetzt noch nicht so perfekt an. Ein Literat würde daraus machen, begriffen. Etwas wird begriffen, in einem Begriff festgehalten. Das sagt man auch in der Argumentation, wenn man an einen bestimmten Punkt gekommen ist, sagt man, das halten wir jetzt fest. Ja, so funktioniert unser Bewusstsein tatsächlich. Wir sind auch auf Identitäten angewiesen. Wenn alles nur fließen würde und sich verschieben und verändern, wir uns permanent in einem verrückten Labyrinth befänden. Ey, gestern war da noch eine Sackgasse. Heute kann ich durchlaufen oder umgekehrt. Gestern konnte ich da durchlaufen. Jetzt knall ich vor eine Wand. Wenn das permanent so passieren würde und man gar nichts festhalten könnte, hätte man auch nichts, woran man sich festhalten kann. Und in der Tat, das brauchen wir auch. Wir können nicht auf einer Eisfläche nur schlittern, wegfließen, zerfließen in unseren Emotionen
uns auflösen. Wir brauchen, um überhaupt etwas sagen zu können, so etwas, also wie ein Subjekt. Und dann geht man eigentlich ein bisschen davon aus und sagt, ja, dieses Subjekt sollte sich ja auch ein bisschen so stetig verhalten, eine Identität haben. Was gestern war, soll heute auch so sein und morgen auch. Ein Uri sollte morgen nicht als Diego aufwachen und ein Diego nicht als Uri. Ein Uri sollte ein Uri bleiben, sonst wird das ein bisschen bedenklich, sonst wird das so bedenklich, dass man die normative Kraft der Moderne ist die Psychiatrie. Da landet man schon mal in der Klapse, wenn man jeden Tag mit einer anderen Identität aufwacht. Jetzt habe ich sogar den Viktor zum Lachen gebracht. Das finde ich großartig. Das ist so ein Erfolg. Ja, das freut mich. Ja, so ist das. Da ändern sich Dinge. Aber dieses Spannungsverhältnis zwischen Begreifen und Fließen ist etwas, was einige Philosophen lange vor mir richtig beschäftigt hat. Man kann zurückgehen bis Heraklit, auf den man den Spruch zurückführt, alles fließt. Sokrates spitzt das ein bisschen zu, aber ich glaube auch zitierend, nicht nur bejahend. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen. Man ändert sich, Mensch ändert sich sozusagen. Und Sprache ändert sich, Begriffe ändern sich, Realität ändert sich, alles ändert sich. Also kann man nicht in denselben Fluss steigen. Aber irgendwo muss man doch auch sagen können, wir reden doch von einem Subjekt. Wir reden davon, ich kann nicht in denselben Fluss zweimal steigen. Etwas in mir muss doch gleich bleiben. Ja, es sieht äußerlich so aus. Weiß ich das? Ändere ich mich wirklich nicht? Wächst vielleicht nicht in mir, während ich hier klug daher schwätze, ein Hirntumor heran, bösartig, formungebunden, wuchernd, chaotisch und das Leben zerstörend. Das wäre zum Beispiel ein Argument, was man doch ein wenig heranführen könnte, heranziehen, ja, um auch die Leute zu verstehen, die eine Kultur der Stetigkeit, des Gleichbleibens, der Identität durchaus befürworten. Ja? Philosophiehistorisch könnte man das in den Begriff der Metaphysiker passen und sagen, die Metaphysiker, insbesondere die Ontologen, die Seinsphilosophen, gehen davon aus, dass sich in Wirklichkeit nichts ändert. Nichts ändert. Änderung ist unmöglich, sagt Parmenides. Es ist nur Täuschung. Wie soll sich etwas ändern? Wie soll aus etwas, was nicht ist, etwas Neues entstehen? Und so weiter und so fort. Das treibt ja so weit, dass er in eine Paradoxie kommt, aus seiner Schule, es ist nicht Parmenides, sondern Zenon aus Elea, die eleatische Schule, diese Seinsfanatiker, möchte ich mal sagen, dass sie sagen, es ist unmöglich, dass es Bewegung gibt, das ist alles nur Trug. Wenn wir aber genau nachrechnen, kommen wir auf den Punkt, dass Achill, ein bekannter schneller Läufer des alten Griechenlands, eine Schildkröte nicht überholen kann. Das täuscht. Ihr denkt nur, der überholt. Und dann rechnet er das vor, merkt nicht, dass da ein kleiner Rechen- bzw. Denkfehler in seiner Argumentation drin steckt. Weil die alten Griechen eben nicht Bruch rechnen konnten.
Die konnten nicht bruchrechnen und die haben Brüche aneinander addiert. Das war diese Argumentation von ihm. Ja? Erst ist er 1000 Schritte voraus, dann nur noch 100, dann nur noch 10 und dann nur noch 1 und dann nur ein Zehntel und so weiter und so fort. Aber immer ist die Schildkröte dem Achill ein Stück voraus, kann nie eingeholt werden. Ja, so ist das halt nicht. Man darf nicht immer so Brüche aneinander addieren im Nenner. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Und die Wahrnehmung, dass ich etwas nehme, nicht aus dem Kopf, sondern aus meinen anderen Sinnen, sag mal, netterweise andere Sinne, dass ich etwas wahrnehme, ist, dass ich fließendes, lebendiges erkenne. So erkenne, wie die Dinge fließen. Och, da kommt der Kante, ach, man kann die Dinge gar nicht an sich erkennen und so weiter und so fort. Es gibt eine lange Tradition dieser philosophischen Richtungen. Jeder findet etwas, worauf er sich berufen kann. Und dann kommt dieser sympathische, also mir äußerst sympathische Wittgenstein und sagt etwas Großartiges, aber das sagt er auch nicht von Anfang an. Irgendwann sagt er das. Warum ist mir der Wittgenstein so sympathisch? Das schiebe ich jetzt doch nochmal ein. Weil er sein Denken radikal ändert und mit sich selbst in einen Dialog tritt. Mit sich selbst in einen Dialog tritt, das kann er nur, weil er eben nicht mehr der gleiche ist. Er hat sich verändert. Der Wittgenstein verändert sich. Man kann nicht sagen, der Wittgenstein hat immer das Gleiche gesagt. Der kommt an einen Punkt und sagt, ja, der Verfasser der logisch-philosophischen Abhandlung, ist er selbst, früher, hat gesagt, zitiert er sich, und dann tritt er mit sich in Dialog und sagt, aber das ist doch zu kurz gegriffen, das stimmt doch gar nicht. Und das macht ihn mir äußerst sympathisch. Der wacht nicht jeden Morgen mit einer neuen Identität auf und ist Wittgenstein 1, Wittgenstein 2, Wittgenstein 3 bis Wittgenstein 365 in einem Jahr. Alter Schwede, da hätten wir echte Probleme. Selbst Wittgenstein hätte da große Probleme und er hatte schon mit seinem Wittgenstein 1 und 2 schon Probleme genug. Und nicht nur, weil er im Kopf etwas umdenken musste oder so, sondern auch seinen Empfinden und seine Empfindungen, sein Gefühlsleben, seine Persönlichkeit zulassen, entwickeln, entfalten, verändern. Da hatte er Probleme genug. Aber er konnte mit sich in Zweien in einen Dialog treten und machte dann die philosophischen Untersuchungen zu seinem Traktatus. Eigentlich hat er nicht nur seinen Traktatus analysiert, sondern da kommt jetzt der Spruch, den er geprägt hat. Denke nicht, sondern schau. Das ist schon ein Paradigmenwechsel. Denke nicht, sondern schau. Empfinde. Das Schauen ist mehr als nur das Visuelle. Erlebe. Lass es an dich heran. Verform das nicht vorher. Verändere das nicht. Sondern versuche es aufzunehmen. Denke nicht, sondern schau. Und dann zu verarbeiten. Finde ich eine großartige Haltung und fand ich schon lange so, also das ist jetzt nicht so relativ neu für mich, auch für mich in meiner intellektuellen Biografie nicht neu, weil ich vom Rationalismus weg zum Sensualismus wollte und das wichtig fand, weg vom
Begriffe aneinander kombinieren und denken und argumentieren und noch weiter argumentieren und aus dem einen das andere schließen und so weiter, sondern ein Gespür, ein Fingerspitzengefühl für das entwickeln, was um mich geschieht, was mit mir geschieht und in mir geschieht, auch wenn ich das, auch wenn ich das erst einmal schwierig finde oder widersprüchlich oder unbegreiflich. Diego Lee hat das Rascheln gehört und weil das Rascheln auch für ihn so Leckerchen bedeuten kann, denkt er, ey, wo gibt's denn hier was so Leckeres? Aber ich sag dir mal was, Diego Lee, Schätzchen, ich sag dir mal was. Der Snow, der hat sowas wie Gummibärchen. Die schmecken dir gar nicht. Und dann sind das nicht mal Bärchen. Jetzt plaudere ich einfach mal die Wahrheit aus. Ja? Dann sind das nicht mal Bärchen. Ach Vater, das ist mir doch egal, was der hat. Ich gehe jetzt. Das ist doch langweilig, was du da erzählst. Diese spontane Emotionalität, diese Sensualität, dieses Sensible und darauf aufbauend das Sensualistische, das auf Wahrnehmung beruhende, denke nicht, sondern schau, kann man richtig vorgelebt finden, vielleicht in Menschen hier und da auch, aber richtig vorgelebt finden kann man das auf jeden Fall bei Hunden. Warum nicht Katzen? Sind die jetzt weniger sensitiv oder sensual? Nein, nein. Das ist nicht der Punkt. Für mich ist erkenntnisstiftend gewesen, wie menschenorientiert und menschennah und menschenkooperativ und kollaborativ Hunde sind. Sie sind erstens, unsere Kulturprodukte sind andere Haustiere auch, aber sie haben einen Wesenswandel durchgemacht. Man könnte auch sagen, von Wittgenstein 1 zu Wittgenstein 2, oder von Wolf 1 zu Wolf 2. Wo hat sich denn mein Kleiner hingelegt? Gar nicht. Diego Lee, was suchst du da, mein Schatz? Was suchst du da? Möchtest du lecker? Der Snow hat dich echt auf die Idee gebracht. Du möchtest ein Leckerchen haben, ne? Ja? Soll der Papa lecker holen? Ja? Komm, ich hol lecker, ja? Das geht ganz schnell. Ich weiß, wo ich es versteckt habe. So, hier habe ich das versteckt, nämlich. Komm mal her. Guck mal, ich habe lecker. Komm, mein Großer. Komm, ich tue das in deinen Napf rein ein bisschen, ja? Oder wolltest du lieber gehen? Ja, gehen wolltest du doch nicht. So, kriegst du schön lecker. Guck mal. Schlag das nochmal ab, bitte. So, danke schön. Na, kannst du noch mehr lecker haben. So. Wenn ich das jetzt in seiner Riechweite lasse, wird er natürlich dauernd betteln. Aber das nehmen wir jetzt mal in Kauf. Das Wahrnehmen. Denke nicht, sondern schau. Ich könnte auch sagen, man gibt nicht mitten in der Sendung. Livestream, hallo. Erklärst du gerade eine Philosophie, stehst da auf und fütterst deinen Hund. Hast du sie noch alle? Das ist doch wirklich normwidrig ohne Ende. Da sind wir bei der Intention des Vollmond-Talks. Jetzt würdet ihr sagen, Normwidrigkeit? Nein. Das Leben immer lebendiger und ursprünglicher werden lassen. Wobei eines auch wirklich klar ist, dass Leben eigentlich eine Organisationsform ist, rein physikalisch gesehen, gegen das Chaos. Nicht? Also wenn Zellen
chaotisch wuchern, werden sie nicht lebensfreundlich und lebensfördernd, sondern lebensfeindlich und tödlich. Wenn das Chaos wächst, wird das Leben weniger. Wenn das Leben wächst, entsteht durch Energieaufwand mehr Ordnung. Da könnten doch die Ordnungsfetischisten jetzt sagen, siehste, wenn wir richtig viel Ordnung haben, haben wir richtig viel Leben. Was soll man sagen? Die Leute sind nicht richtig dialektisch. Dass Dinge, wenn sie sich in eine Richtung immer weiterentwickeln, irgendwann kippen, das weiß jeder Mechaniker. Verwunderlich, wieso ausgerechnet Mechaniker? Die wissen das doch am wenigsten, nicht? Die arbeiten mit Schrauben und so. Was sagt der Mechaniker? Der sagt, nach fest kommt lose. Wenn man eine Schraube zu fest anzieht, plopp, braucht man die nicht mehr. Das ist die Entwicklung mal für Mechaniker, nochmal kurz, also, nein, nicht Entwicklung, Dialektik für Mechaniker, nach fest kommt lose. Wenn sich etwas in eine Richtung zu weit entwickelt, kracht es und das Gegenteil passiert. Ja, also die Sprache von der Schrift befreien, hieß auch hier mal dem Gedankengang freien Lauf lassen. Das tat ich jetzt sogar ohne Zwischenbemerkungen, Zwischenrufe und einfach allein und auch ohne Widerspruch. Aber das ist nicht immer gut. Man kann auch im eigenen Saft schmorend in die Richtung gehen, sozusagen, immer in die gleiche Richtung, ja. Zu einem Tyrannen des Gedankens werden oder einer bestimmten Schule oder einer bestimmten Philosophie und sich da völlig verrennen und nicht mehr rauskommen. Die Dinge sind in ihrer Widersprüchlichkeit, manchmal auch Paradoxie, sie so einen inneren Widerspruch haben, erst richtig lebendig. Das ist schon sehr wichtig. Und doch, die Sprache von der Schrift befreien kann eine Befreiung sein. Ich halte hier bestimmt keine Vorlesung. Und das machen die Jungs und Mädels an den Universitäten. Rationalisten. Auch da, wo sie sich empiristisch geben. Alles Rationalisten. Was hatte ich über die Schule nochmal gesagt? Habe ich vergessen, was geht mich mein dummes Geschwätz von vor 10 Minuten an, Leute? Aber ihr könnt ja mal zurückspulen und gucken, was hat er eigentlich gesagt über die Schule? Hat er doch irgendwas vom Vorhof gequatscht und oh. Nein, wir wiederholen es jetzt nicht nochmal. Nachher wird mir das noch angekreidet, dass ich sage, die Schule ist der Vorhof des Faschismus. Mir ist mir nur rausgerutscht. Es war doch gar nicht so gemeint. Ihr Lehrer, ihr seid alle so lieb und so nett und ihr seid überhaupt nicht. Nein, ihr seid in demselben Apparat mitgefangen und ihr quält nicht nur die Schüler. Ihr quält euch selbst. Ja, und viele, die Lehrer sind und ein bisschen Empathie zulassen können und das alles nicht ganz ausblenden dürfen, wissen, dass sie eigentlich im Formalismus ersticken. Aber das hat auch gewisse Vorteile. Ja, es hat noch nie jemand darüber nachgedacht, so sinnvoll, was man stattdessen machen sollte, wenn man die Kinder nicht in die Schule schickt. Soll man die jetzt verblöden lassen? Ist das die Alternative? Will der Bülbül tatsächlich, dass die Kinder, alle Jugendlichen, alle Heranwachsenden verblöden? Ist das jetzt ein kultureller Paradigmenwechsel? Die Frage ist berechtigt. Natürlich nicht. Ich hatte mal die Formel gefasst, die war auch schwer genug, finde ich.
ohne Schule lernen, lernen großgeschrieben, das Lernen ohne Schule, denken. Ohne Schule lernen, denken. Nicht, dass wir schon fertige Ergebnisse präsentieren müssten und vorweisen und sagen, hier, ohne Schule geht so, 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 hier ist ein fertiges Modell. Nein, Leute, lasst los, spürt dem Unfug nach, lasst den Unfug sein und lasst mögliches Denken, Denken als Möglichkeit zu. Das passte so schön auch zum Chancenraum, gibt einem anderen Denken, was vom Fühlen ausgeht, da stimmt doch was nicht. Gib dem eine Chance und dann kann man darüber nachdenken und überlegen, wie könnte man es besser machen? Führt das zu einer Reformschule oder gar vielleicht zur Abschaffung der Schule, zu einer Individualisierung des Lernens? Im Übrigen, das individuelle und individualisierte Lernen ist der deutschen Klassik so fremd nicht. Wilhelm von Humboldt, selbst preußischer Schulminister gewesen, nicht lang, aber immerhin war er Schulminister, hat eine Schule noch nie von innen gesehen. Von Privatlehrern mit seinem Bruder gemeinsam erzogen, konnte er mächtig genug vom Hause her es sich leisten, auch seinem eigenen Rhythmus zu folgen. Das ist nicht wenig. Ähnliche Beispiele gibt es. Die einen haben mehr, die anderen haben noch weniger Schule gesehen. Nein, noch weniger glaube ich nicht. Das kann man nicht vorstellen. Dass man noch weniger Schule sieht als Wilhelm von Humboldt, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es gibt schon ähnliche Fälle, wo die Kinder in die Schule kommen, schon mit einem relativ ausgewachsenen, ausgebildeten Bewusstsein an Persönlichkeit, an Selbstbewusstsein auch. Und die Sehnsucht danach, dass man dieses Selbstbewusstsein, was ja auch positiv ist jetzt, Selbstbewusstsein wird immer positiv benutzt eigentlich, ja, auch irgendwann loswerden möchte und sagen möchte, nein, ich möchte diese Identität nicht. Ich würde gerne mal von Wittgenstein 1 zu Wittgenstein 2 wechseln. Weiß aber gar nicht, wie das gehen soll. Ja, also wie soll ein Uri 2 sein, ja, wenn der Uri 1 sich so irgendwie sich prozessual entfaltet, entwickelt, was auch immer. Ja. Wohin soll das führen? Was soll der werden? Was hat er für ein Ziel? Mit den Zielen hat es in sich. Ein Bewusstsein zu Zeitpunkt T1, könnte man physikalisch oder so sagen, definiert von da aus mit allem Wissen und Gewissen, wohin die Reise gehen soll. Und nun geht die Reise los. Soll man jetzt tatsächlich und unbedingt an dem Ziel festhalten, wenn man bei T2, T3, T4, T365 gemerkt hat, hey, von neuen Standpunkten aus sieht die Welt ganz anders aus. Darf man da nicht sagen, was geht mich mein dummes Geschwätz von gestern an, meine Zieldefinition von gestern, ganz offensichtlich bin ich an einem Punkt angekommen, der mir zeigt, es gibt viel schönere Ziele. Das ist eine Katastrophe, was dieser Mann labert. Schaltet diese Kamera ab, schaltet den Ton weg. Ja, diese Ketzerei muss ein Ende haben. Die Moderne, die Technologie, die Entwicklung, der Fortschritt. Wie soll das funktionieren, wenn der Fortschritt sich plötzlich als gar kein Fortschritt erweist, auf das Ziel hinbezogen, sondern dass man nur fortgeschritten ist von dem, was man gestern war? Ja,
So gesehen, finde ich, kann man den Begriff Fortschritt durchaus lassen. Ich, der ich gestern war, bin heute ein anderer. Ich bin fortgeschritten. Aber so versteht kein Mensch Fortschritt. Der Mann labert doch. Fortschritt ist, wenn morgen etwas geht, was heute noch nicht gegangen ist. Das ist Fortschritt. Man denkt, ja, aber das, was heute so geht, ich weiß gar nicht, ob ich das morgen in noch perfektionierterer Form haben möchte. Oder wäre es vielleicht nicht besser, wenn es nicht gehen würde? Da gibt es so viele Beispiele aus der Technologie, Atomkraft, Gentechnik. Ja, vielleicht die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Wobei ich da schon wieder eine ganz andere krude These habe, die ich euch aber jetzt wirklich vorenthalten möchte oder muss. Weil ich nämlich zu meinem Motto zurück möchte, die Sprache von der Schrift befreien, soweit waren wir schon, von der Schrift auch im Sinne von Vorschrift. Etwas wird vorgeschrieben und dann vorgelesen oder vorgetragen oder vorgespielt im Theater. Ja, das Theater funktioniert, so wunderlich das aus meiner Sicht ist und das heute in der Demokratie keiner sieht. Das ist total feudal, nach feudalen Gesichtspunkten, völlig aristokratisch. Es gibt einen Intendanten, der hat ein Hausrecht, den würde sich manch ein Fürst wünschen oder hätte sich gewünscht seinerzeit. Und so eine Macht, und das ist Kultur, Hochkultur, Theater. Und was, worauf basiert Theater? Auf Dramentexte. Schiller, die Räuber. Iphigenia auf Tauris. Ist nicht von Schiller. Ich weiß. Ihr seid echte Bildungsspießer manchmal, ehrlich. Das ist scheißegal. Goethe, Schiller. Ja. Der zerbrochene Krug. Kleist. Das ist schon interessanter. Der zerbrochene Krug hat was. Und Goethe als Theaterfürst hat das in Weimar produziert, also auf die Bühne gebracht, inszeniert und es floppte. Kleist zerbrochener Krug von Goethe inszeniert, floppt. Jetzt würde man sagen, würde ich sagen, nicht Mann, nicht neutral, nicht egal ob Männlein oder Weiblein, irgendein Mensch, nein, nein, ich würde sagen, das floppte, weil Goethe aus einem Einakter zwei Akte gemacht hat. Gegen seine eigene Theorie eigentlich oder das, was er sonst auch sehr gut vorgelebt hat und auch wissenschaftlich exerziert hat, nämlich Dinge in ihrem Fluss, in ihrem Wandel, in ihrer Veränderung, in ihrer Prozessualität zu lassen, macht aus Kleist ein Akter, Wort, Widerwort, noch ein Wort, noch einer kommt rein und dann passiert das und dann passiert das und das so. Wenn du das unterbrichst und daraus zwei Akte machst, ist das Stück zerstört wie eine Seifenblase, wo man reingepiekst hat oder einen Luftballon, plopp, weg. Naja, so, also der zerbrochene Krug von Kleist. Ich komme so langsam auch auf meine Tradition, so Kleist. Den hatte ich im Abitur, nicht mit dem zerbrochenen Krug, sondern mit dem Prinz von Homburg. Das Spannungsverhältnis zwischen Vorschrift, Reglement, das geregelte Tun und tatsächlich im militaristischen Sinne thematisiert. Und was macht der Prinz? Der Prinz handelt wider den Befehl intuitiv. Führt zum Erfolg, weil er intuitiv handelt. Fakt ist aber, der zerstört damit ein System. Ja, ein System, was auf
Befehl und Gehorsam aufgebaut ist und die Maschinerie nur so funktionieren kann. Da kommt einer und handelt intuitiv, hat mal Glück, würden die Vorgesetzten sagen, und ist erfolgreich. Aber in 100 anderen Fällen wäre es vielleicht nicht erfolgreich. Wobei man denkt, ja, meine Güte, wenn das Militär jetzt nicht so erfolgreich wäre, würden vielleicht weniger Menschen sterben. Wenn die Waffen nicht funktionieren würden, wäre es auch nicht so schlimm. Diese Denke kommt immer weiter, immer mehr zu kurz. Es gab aber eine Zeit, und die ist noch nicht so lange vorbei, wo ein Denkmal, eine Skulptur bei der UNO eigentlich zum Symbol der großen Friedensbewegung nicht im Westen, sondern im Osten wurde. Damals gab es die beiden Blöcke, Schwerter zu Pflugscharen. Wenn Waffen als Waffen nicht funktionieren, ist das vielleicht ein bisschen dysfunktional, aber es kann woanders funktionieren. Aber da wollen wir gar nicht hin. Nein, nein. Bleiben wir mal bei dem, was in der Intention des Vollmond-Talks funktionieren soll. Pazifismus? Naja, gegen das Bildungsbürgerliche und das Schulwissen und Schulsystem habe ich ja schon gewettert. Oh, da werde ich jetzt auch nochmal zitieren, ganz schulmäßig. Damit ich nicht ganz alleine so dastehe, sondern mit einem anderen Bekloppten zusammen, ja, dann sind wir zwei Bekloppte und der eine Bekloppte gilt schon so, wo man sagt, ja, da gibt es einen Dichter 1 und dann gibt es einen Dichter 2 und der Dichter 1 war die Vorstufe zum Bekloppten, der hat da ganz tolle Sachen gemacht und geschrieben und gedichtet, aber der, als er dann bekloppt war, haben sie ihn weggesperrt. Was sonst? Ja? Und dann kam ein Handwerksmeister, alles schon erzählt, wer Vollmond-Talk ein bisschen verfolgt, weiß schon, auf wen ich wieder hinaus will, auf den will ich immer hinaus, und hat den aus der Psychiatrie in Tübingen rausgeholt und hat gesagt, hey, ich habe gerade neu gebaut, ihr habt ein Türmchen, da ist ein Zimmer frei. Und wenn der sowieso nicht mehr so lange zu leben hat, soll er es doch wenigstens schön haben. Er kann doch bei mir leben, Unterkunft, Verpflegung und so weiter. Er hat das also auch bezahlt bekommen von der Familie des Dichters. Und prophezeit war oder prognostiziert, würde man wissenschaftlich sagen, 3 Jahre, alter Schwede. Der hat aber gut 10-mal so viel gelebt als 3 Jahre. Und hat weiter Gedichte geschrieben und so weiter, aber die Turmzeit von Hölderlin, diese Turmzeit gilt als die Zeit des Wahnsinns. Er hat seine Identitäten geändert. Der hat Gedichte geschrieben und die mit unterschiedlichen Namen unterschrieben und verschenkt. Und das fanden manche schon ziemlich wirr. Aber, naja, wenn man jetzt nicht unbedingt von Wittgenstein 1 und Wittgenstein 2 und ganz vernünftig nochmal versucht, vom zweiten auf den ersten zurück und da einen Dialog zu führen, sondern halt ein bisschen wirr schon seltsam wird, kann es auch sein, dass man in dieses Seltsame, immer weiter hineingetrieben wird, auch durch die anderen, die schräg gucken. Wenn Leute schräg gucken, dann verhalte ich mich noch schräger, weil beobachten, denke nicht, sondern schau, nie nur passiv ist. Auch das Schauen nicht. Da hat der Ludwig vielleicht, also der Wittgenstein, vielleicht nicht ganz das Ganze ausgelotet, vielleicht doch. Wittgenstein-Kenner werden mich widerlegen, hoffe ich, das ist nicht schlecht. Aber ich widerlege mich auch, sage, das Schauen verändert schon. Es ist eine Interaktion. Aber das ist gut so. Es verändert sich sowieso alles.
So, wenn wir die Sprache von der Schrift befreit haben, dann fließt das Geschwätz eines Vollmondphilosophen so dahin. Und dann befreien wir das Denken vom Gedanken. Und das war der zweite Teil des Mottos. Die Sprache von der Schrift befreien, das Denken vom Gedanken befreien. Der Gedanke ist ein fertiges Konstrukt. Davon weg, von diesem fertigen Konstrukt zu etwas Fließendem, Beweglichen, führt eben dazu, dass man vielleicht zu neuen Gedanken kommt, zu anderen Gedanken. Vielleicht ist das wie mit dieser Reise und dem Ziel, was man sich definiert hat und wohin man genau will. Und dann stellt man unterwegs fest, hey, es gibt ganz andere, viel schönere Orte und Ziele. Ich glaube, ich ändere mein Ziel. So kann man auch das Denken vom Gedanken befreien und von der Argumentation. Letztendlich aber, und da komme ich jetzt an den Punkt, wo mein guter Freund mir sehr viel beigebracht hat. Man kann das Denken von der Sprache befreien. Man denkt, noch bevor man den Gedanken sozusagen formuliert, die Sprache fasst. Lassen wir die Dinge einmal so stehen. Aber vielleicht habt ihr Lust bekommen, dem auch ein bisschen nachzuspüren. Ich möchte auf einen zurückkommen, der das Denken nicht von der Sprache befreit hat. Und durchaus auch an Gedanken festgehalten hat. Der hat auch richtig dicke Schinken geschrieben. Aber ich möchte aus den ganzen dicken Schinken, die ich nicht gelesen habe, ich weigere mich nicht. So Kulturbanause bin ich nun auch wieder nicht. Sagt, das eigentliche Leben eines Gedankens dauert, bis er an den Grenzpunkt der Worte angelangt ist. Und dann benutzt er ein ganz komisches Wort. Da, also an den Grenzen der Worte, da petrifiziert er. Ich dachte, Alter, was ist denn jetzt petrifiziert? Petri Heil kennt man. Wir würden eher sagen mumifiziert. Im Folgenden wird deutlich, was er mit petrifiziert meint. Ich zitiere weiter. Da petrifiziert er, ist fortan tot, aber unverwüstlich, gleich den versteinerten Tieren und Pflanzen der Vorwelt. Ich hätte statt petrifiziert, obwohl ich mir immer auch so einen Fisch im Stein durchaus vorstellen kann, so also ein Fossil. Ich hätte gesagt, also da fossiliert ein Gedanke, wenn er in Worte gefasst ist, also an die Sprache gekommen ist. Aber unverwüstlich ist dann dieser Gedanke, gleich den versteinerten Tieren und Pflanzen der Vorwelt. Sobald nämlich unser Denken Worte gefunden hat, ist es schon nicht mehr innig, noch im tiefsten Grunde ernst. Nicht innig, nicht ernst, weil nicht lebendig. Was ist verloren gegangen? Nicht ernst, die Leidenschaft. Das sage jetzt ich, das ist nicht Zitat. Nicht ernst, nicht innig. So, sobald nämlich unser Denken Worte gefunden hat, ist es schon nicht mehr innig, noch im tiefsten Grunde ernst, wo es anfängt, für andere da zu sein, hört es auf, in uns zu leben, wie das Kind sich von der Mutter ablöst, wann es
ins eigene Dasein tritt. Den Vergleich finde ich so ein bisschen, nicht ganz gelungen. Petrifiziert ist doch nochmal was ganz anderes als fossil, als wenn ein Kind sich von der Mutter loslöst und eine Eigendynamik, ein eigenes Leben entwickelt. Das ist nicht petrifiziert, nicht fossiliert. Da ist noch Leben, noch mehr Leben vielleicht, oder entwickelt es, wie auch immer. Jetzt zitiert aber dieser Philosoph Arthur Schopenhauer über den Stil, über die Schriftstellerei, da hat er das geschrieben, zitiert einen Dichter und sagt auch der Dichter, sagt er, sagt auch der Dichter, ihr müsst mich nicht durch Widerspruch verwirren, sobald man spricht, beginnt man schon zu irren. Na, schon allein an der Reimform und allem. Willst du schon gehen, Diego Lee? Oder hast du schon wieder Hunger? Also musst du wieder lecker, ne? Na, jetzt musst du warten, bis ich den Goethe zu Ende erläutert habe. Ja? Ihr müsst mich nicht durch Widerspruch verwirren. Durch stilles Gucken auch nicht. Ich weiß, dass du sprichst. Ich weiß, was du von mir möchtest. Komm her. Ja, komm. Ich hab dich schon verstanden. Dann musst du auch kommen. Wie, gibt's da hinten was zu essen? Das glaube ich nicht. Ihr müsst mich nicht durch Widerspruch verwirren. Sobald man spricht, beginnt man schon zu irren. Wenn der Gedanke den Grenzpunkt der Worte erreicht, ist er schon ein Fossil. So viel gegen die Dogmatik. Von Schopenhauer und Goethe, die sich übrigens auch kannten. Schopenhauer war jung, Goethe älter, ich würde mal sagen so wie seine Mutter ungefähr, die eben immer zu Salons eingeladen hat. Und der grimmige Sohn war da eigentlich nicht gern gesehen, weil er immer diese ganzen Dinge des Treibens, des Bildungsbürgertums eher mit Skepsis betrachtet hat. Aber eben, denke nicht, sondern schau, sein Betrachten war so, dass sein Betrachten echt genervt hat. Na, und hat die Mutter irgendwann gesagt hat, Arthur, bleib weg. Es ist viel schöner, wenn du nicht da bist und guckst. Das kann ich jetzt von euch gar nicht sagen. Ich finde es schön, wenn ihr guckt, wenn ihr da seid, wenn ihr mir zuhört. Das hat etwas Lebendiges, aber es hat auch etwas Technizistisches, weil die, die hinter der Kamera sind, tatsächlich heute schweigen, wie ich mir das aber auch so auserwählt hatte und gewünscht hatte. Habe ich denn noch ein bisschen Zeit? Wir hatten bisher immer 90 Minuten. Ich habe mich jetzt auf 90 Minuten eingeschossen. Ja, stockt immer. Das ist schade. Was sollen wir machen? Wenn das Internet stockt, kommen wir an einen Punkt, wo die Technik uns verlässt. Ja, ich habe auf jeden Fall, stockt das Internet jetzt oder bin ich noch zu sehen? Ich sehe immer einen roten Punkt, der stockt nicht. Der rote Punkt ist sowas von kontinuierlich da, dass ich immer denke, wow, ich kann hier im Fluss meiner Gedanken die Dinge so entfalten, dass sie bei euch ankommen. Nicht in dem, was ich erzählt habe, auch, das auch, doch, auch, das ist ein Spannungsverhältnis, das auch. Aber auch in dem, wie ich es euch vorlebe, vor, militärisch würde man sagen, vorexerziere, ich habe vormache, ja, in Assoziationen, in freien Kombinationen, manchmal gemischt mit fossilierter Terminologie,
manchmal mit Autoritäten aus der Philosophie Geschichte, zitiere ich den Schopenhauer, ich erzähle was von Wittgenstein dem Ersten und Wittgenstein dem Zweiten, was nicht zwei unterschiedliche Könige sind. Und komme zu der Intention der Verbindung zum Vollmond, zum Idealismus und würde so gerne noch den Punkt kriegen, den Schlag, den Umschlag zu Diego, der für mich tatsächlich mehr ist als nur Staffage, Begleitung, Zierde. Er ist ein Teil meines Erkenntnisprozesses und meiner Seele. Aber ich sehe im Internet, irgendwas läuft da. Stockig. Jetzt kommt der Punkt, wo es stockt. Ja, da ist der Autor natürlich so alleingelassen mit seinem Selbstgespräch. Andere Fragen habe ich aber auch nicht gesehen hier. Wahrscheinlich liegt das auch. Aber mein Internet stockt eigentlich nicht, weil es ja nicht über euer WLAN läuft. Aber wenn euer Sendung stockt, dann stockt es halt, ne? Soll ich, weil ihr das noch aufnehmt, nehmt ihr das auch auf? Ist das auch auf Video zu sehen? Ja? Ja gut, dann lass doch das da im Internet da stocken. Wollte ich eigentlich die Verbindung noch zum Zynismus schlagen und die Uminterpretation des Zynismus bewerkstelligen. Zynismus wird als bissig, Norm ablehnend, also normwidrig, regelwidrig, regelfeindlich. Unkonventionell wäre ein zu freundlicher Ausdruck, sondern eher so was wie anarchisch, Konventionen ablehnend und so weiter definiert. So wird auch Diogenes als Figur, Diogenes von Sinope, der Zyniker, der Begründer der zynischen, der hündischen Schule, wird er überliefert. Aber es hat etwas, was ich wieder ins Positive verkehren möchte. Das Intuitive, was sich oft zu festgesetzten Regeln entzieht. Man spürt, die Regel kann mal gegolten haben, kann auch mal wieder gelten, kontextgebunden, aber an dieser Stelle brauche ich sie nicht. Sie ist jetzt nicht nötig. Also erkenne ich etwas Lebendiges, eine innere Logik, eine innere Regel dessen, was fließt, was da ist, was sich entwickelt und lasse etwas Starres dafür mal beiseite. Das erkenne ich im Verhalten von Hunden wieder, aber auch in Interaktion mit Menschen, auch wenn sie panisch sich an Regeln klammern. Die Regel ist, wenn ein Hund an der Leine mir entgegenkommt, muss ich ihn an die Leine nehmen. So die Regel. Die trifft auf ihn nicht zu. Er kann an der Leine sein, dann ist er an der Leine und dann ist die Regel, oh, an der Leine gibt es keine Hundebegegnungen, was ein totaler Quatsch ist. Er verhält sich an der Leine so freundlich, wie er sich auch so verhält, wenn er nicht an der Leine ist. Und das tun andere Hunde eigentlich auch, wenn man sie lassen würde. Die Leinenaggression entwickelt sich, wenn die ihre Intuition nicht ausleben können. Das heißt, die denken, ohne Worte, ohne Sprache. Ohne Sprache heißt aber nicht ohne Körpersprache. Die müssen sich bewegen können und in dieser Bewegung signalisieren sie dem anderen bestimmte Dinge. Dass Diego zum Beispiel nie
gerade schnurstracks auf einen anderen Hund zugeht. Er macht das bis eine Weile und wenn er sieht, der andere ist beeindruckt, dreht er leicht ab. Was dem anderen signalisiert, okay, ich beeindrucke dich zwar, aber ich komme in friedlicher Absicht. Das kann ein Hund und dann reagiert der andere. Manche unterwerfen sich, legen sich hin. Manche legen sich aber auch hin in dem Signal, ich könnte auch aufspringen. Ich habe jetzt hier eine Sprungkraft, nur dass du es weißt. Andere kläffen, bellen, Hundesprache. Und wenn man den Hund als Besitzer an der Leine packt und wieder hochzieht, dann tut man ihm Gewalt an. Der wird schon genau wissen, wann er selber aufzustehen hat, wenn so ein Koloss auf ihn zukommt. Und diese Übergriffigkeit des Menschen macht den Hund nervös. Warum? Weil der Mensch auch nervös ist. Ja, der übernimmt keine Schutzfunktion, sondern der zerstört dem armen Hund auch noch die letzte eigene Ausdrucksweise an Schutz, was er signalisieren möchte. Manche bellen und dann kriegen die Besitzer der bellenden Hunde Panik, dass der auf Bellen aggressiv reagieren könnte. Warum? Weil die das Bellen fehlinterpretieren. Die interpretieren das Bellen ihres eigenen Hundes als eine Aggression. Das ist eine Mitteilung. Alter, ich kann dich auch zerfleischen, wenn du weiter auf mich zukommst. Ja, dann ist aber die Botschaft doch klar. Es ist eine gewisse Halbstärke da drin. Der Yogi ist kein Vollidiot. Er erkennt das und sagt, ey, schon cool, bell du nur. Ist in Ordnung, wir haben uns verstanden. Wenn aber der andere Hund dann nochmal weggezerrt wird, dann wird er natürlich panisch, weil er gerade noch die Signale erhalten hat, lass uns weiter kommunizieren. Und diese Kommunikation wird unterbrochen. Der Mensch mit seinen Regeln macht auch mit den Regeln das Regelwidrige tatsächlich im Leben und das Lebendige kaputt. Diese Dinge zu beobachten, zu beschreiben, zu lernen, mit der Philosophie in Verbindung zu bringen, habe ich die Kynosophie genannt, im Unterschied zu den Zynikern. Es ist eine Weisheit im Verhalten der Hunde und eine Weisheit in deren Spontanität, in deren Offenheit, auch in ihrer Art, auf eine bestimmte Art unmoralisch zu sein. Also eine großartige Sexualmoral entwickeln die nicht. Wenn sie Bock haben, haben sie Bock. Und das zeigen die dann auch. Menschen schämen sich fremd für die Hunde. Homosexualität ist für die gar kein Problem. Die Menschen stehen daneben und finden, das ist nur Dominanzverhalten, das ist nur Dominanzverhalten. Alter, die finden sich einfach geil, ja? Zwei Jungs finden sich einfach geil. Halt doch einfach die Fresse, lass sie doch machen. Meine Güte, was ist denn schon dabei? Ja, gleich kracht's. Ja, manchmal passiert das tatsächlich auch, weil auch so ein Verhalten in Dominanzverhalten umkippt. Ich sage dann immer, dann verhalten sich die Jungs wie Knastbrüder, wo es tatsächlich auch um Hierarchie geht. Da sagt man nicht einfach nur, ich fick dich gleich, sondern das ist echt eine Bedrohung, wenn man das sagt. Und wenn man das dann macht, erst recht, ist das eine radikale Unterwerfung. Das muss aber nicht so sein. In dem Moment, wo ich spreche, ist schon fossiliert, bin ich schon im Irrtum. In diesem Sinne ist heute genug fossiliert. Und wie hat das der Schopenhauer das nochmal genannt? Petrifiziert. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich weiß gar nicht, was davon bei euch angekommen ist. Tschüss.